Hey Leute, ich spiele hier schon einige Zeit an Mittelerde Mordors Schatten dran und jetzt will ich einfach mal in der Mitte des Spiels einfach mal ein paar Sachen gerne erklären und einfach mal zeigen, wo ich gerade bin. Und ja, 20 Stunden, also 21 Stunden habe ich schon gespielt und das Ganze bis zu 46% abgeschlossen. Mein Ziel ist es ja, die Platin-Trophäe in dem Ganzen zu erreichen. Habe auch schon mal einen 30-minütigen Part hochgeladen von ein Gameplay, habe ich nicht viel dazu geredet. Einfach mal den Anfang mit dem Tutorial und ein paar Sachen, die da eben vorgekommen sind. Wir sind ja in einer Open World, das sind unbegrenzte Möglichkeiten. Falls mir die PlayStation 3 abschmiert, kann ich nichts dafür. Das Spiel ist da echt ein bisschen, also das ganze System ist bei dem Spiel sehr anfällig, muss ich dazu sagen. Und die Ladezeiten, die sind sowas von extrem lange. Ja. Ja. Und da sind wir auch schon. Hier mal zum Überblick die Karte. Wir sind in Mordor. Hier direkt noch in der Mitte. Und hier sind überall, wo so Quests sind, Camping auch von GTA oder die ganze Sache, wird hier angezeigt, dass Rekrutierung rechts oben sieht man dann den Auftrag, den man machen kann oder auch nicht. Hauptquests sind eigentlich gelb, aber bei mir ist es eben hier jetzt dann der schwarze Hauptmann. Der nächste Quest ist wahrscheinlich so für die Mitte direkt ein Punkt des, also der anzeigt, dass wir schon ziemlich weit sind. Also wie es weitergeht, weiß ich nicht. Es gibt auch so Nebenquests, die sind dann eben weiß markiert. Und man kann auch schnell reisen. Das sind diese blauen Türme hier. Da kann man dann sich eben beamen in mittelalterlichen Zeiten. Gut. Jetzt rennen wir halt erstmal rum. Ist ja eine Open World. Da habe ich auch meine meiste Zeit einfach verbracht. Hier einfach mal rumzurennen und die Gegend zu erkunden. Wir sind gerade ein Geist. Die Identität ist noch nicht, also ich spoilere jetzt mal nicht. Weiß man am Anfang nicht. Und eigentlich spielt man ja auf mittlerer Reichweite sind sie. Talion, aber irgendwie. Dran und nicht so weit weg. Irgendwie verwandelt er sich jetzt nicht in Talion. Ist es da, weil ich schon so weit bin? Ich bin eigentlich ein Waldläufer. Das macht sich jetzt mal wieder ganz gut. Ah, da ist er ja. Okay. Ich bin ein Waldläufer. Hab meine Familie verloren durch Sauron, der mit seinen Uruks, Orks, Ghoulen und so. Hier hinten sind zum Beispiel welche, einfach mal die ganze Gegend hier kaputt gemacht haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, man kann schleichen und ganz viele Attacken ausüben. Oder man sich von hinten anschleicht. Einfach mal ziemlich brutale Spiele, muss ich zugeben. Kann man die Orks so nacheinander einfach mal. Oh, der eine flüchtet jetzt. Nicht mit mir, ich habe nämlich auch noch einen Bogen. Oh, jetzt fällt er auch noch hin. Das war jetzt ein Kopfschuss, aber nicht so effektiv gerade. Und wir haben jetzt ein paar Sklaven befreit und der eine hat sogar Informationen für mich. Das machen wir doch auch gleich. Informationen kann man sammeln, das war dieses grüne Quadrat, diese Raute, die da oben drüber war. Genau, über Saurons Armee, weil diese Armee, die wir hier jetzt sehen, ist in ganz Mordor verteilt. Die haben verschiedene Aufgaben, wie Hauptmänner hier unten oder eben hier oben sind Häuptlinge, Elite-Häuptlinge zum Beispiel, voll krass und voll die harten Sachen. Und genau, ich habe jetzt die Informationen erhalten, da kann ich zum Beispiel den kenne ich nicht. Zack, jetzt ist er bekannt und kann nach dem auch suchen auf der Karte direkt. Also da steht jetzt dann, wo der ist. Östlich von mir. Und ja, gegen die kann man kämpfen und dann so Machtpunkte eben erhalten. Und ich bin aber schon auf dem maximalen Level gerade. Bloß die Erfahrungspunkte, die müsste ich heute noch ein bisschen aufpeppen. Kriegt man alles? Dankeschön, liebe Geisel. Was war das für eine Geste? Da hat sich etwas bewegt. Haltet den Sklaven auf! Um sich zu heilen, gibt es natürlich auch Kräuter mitten auf dem Weg verteilt. Die kann man so einsammeln. Oder,
Es heißt, der dunkle Herrscher könne ganze Armee. Was haben wir denn hier? Hallo. Hier kommt ein Ende! Es gibt also epische Kämpfe. Die eigentlich relativ lang dauern, wenn man nicht gleich diesen Schnelltötungs aus dem Hinterhalt Angriff nimmt, so wie das hier. Ja, und so, das kann man eigentlich die ganze Zeit machen. Ich glaube, den ersten Tag, den ich gespielt habe, habe ich einfach nur, bin ich durch die Gegend gerannt und habe irgendwelche Orks niedergemetzelt. Bam. Also, gibt ja unzählige Möglichkeiten. So. Aber, wie gesagt, die Aufträge sind natürlich besser zu... oder machen mehr Spaß. So, bis jetzt das Ganze hier geladen hat. Ach komm schon. Gut. Also die Saurons Armee haben wir ja gerade schon gesehen, die Auflistung von allen. Wir haben natürlich auch verschiedene Waffen. Zum einen ein Schwert, einen Bogen und Dolche. Und die kann man eben mit verschiedenen Runen hier besetzen. Habe ich schon epische und also richtig gute. Die, also und wenn man eben diese großen Häuptlinge oder so besiegt, kriegt man eben eine weitere Rune. Und die bringen halt dann eben Boni für die jeweilige Waffe. Dann gibt es auch so, das ist praktisch der Fertigkeitenbaum, den man aufleveln kann. Man sieht es oben, ja, 6000 Erfahrungspunkte brauche ich noch für die nächste Fertigkeit. Das dauert lang. Die Machtpunkte, das sind die roten, habe ich schon alles, also die oben. Dann ist es hier noch in Waldläufer und Geist unterteilt, je nachdem wie ich spiele. Entschuldigung. Ja, mir fehlt eigentlich noch ziemlich viel hier unten, ne? Aber trotzdem bin ich schon, also ich sag mal, relativ gut. Ich komme immer gut vorwärts mit meinen Attacken. Dann gibt es auch die Währung und zwar, wie heißt die, mit M beginnt sie? Mill? Millra, Mill, Mill. Irgendwas mit Mill. Und steht's hier nirgends, ne? Egal. Man kann sich hier auch wieder Sachen freikaufen, wie mehr Gesundheit oder mehr Pfeile für den Bogen, Fokus oder eben auch Sockelplätze oder spezielle Attacken hier unten. Dann gibt es eben auch die Aufträge noch, Hauptaufträge und so Rettungsmissionen, die eben weiß gekennzeichnet sind. Oder eben auch Sammelaufträge, wie findet diese und diese Tötelei-Fledermäuse. Interessant. Könnte ich gleich machen, wenn ich welche finde. Also so Sachen, die man nebenbei eben erledigen kann. Und auch so Sammelbares, wie zum Beispiel Ethyldin oder Artefakte. Die werden dann hier auch aufgelistet. Da muss ich hier so einen Torbogen vervollständigen. Oder eben Artefakte, die ich so finde. Die braucht eine Ewigkeit, das aufzubauen, gell? Das ist ja Wahnsinn. Also für die PlayStation 3 ist das schon echt bitter. Die Grafik. Also so wie ein Glossar hier praktisch, wo alles dann nochmal erklärt wird. Also ziemlich nett eigentlich. Gut. Und jetzt will ich auch, dass ihr was seht noch. Wenn ich das Ganze hier schon mal ein bisschen erklärt habe. Damit auch ein bisschen Action reinkommt. Sobald es fertig geladen hat hier. Also immer fleißig Punkte sammeln. Oh, jetzt hat er mich schon entdeckt. Am besten gucken wir mal auf die Karte. Machen wir doch einfach mit dem Hauptquest weiter, oder? Also reisen wir hier schnell hin und dann geht's auf zum schwarzen Hauptmann. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwelche Fledermäuse auch sehe, aber ich glaube, sowas gibt es nur in Höhlen. Die würden dann... Genau, wenn ich als Geist bin, kann ich die Gegner... Das ist immer ganz praktisch, kann ich sehen, wo die Gegner dann sich befinden.
Es geht als Waldläufer leider nicht. Aber man kann ja schnell hin und her schalten. Ups. Ich muss in die andere Richtung. Warum ich diese Stürze überlebe, ich bin ja eigentlich schon tot. Und man kann ja in diesem Spiel nicht sterben. Sobald ich ein Ork oder so nieder oder metzelt, zermetzelt, umbringt, dann wirst du wieder neu geboren. So. Ja? Auftrag starten. Falls sie irgendwann... Na, guck mir einfach mal zu. Er will den Grabwandler. Ja, ist die schwarze Hand gekommen? Einer seiner Schergen. Er ist gekommen, um uns zu jagen. Lass mich meine Männer versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor heute Nacht, oder ihr seht den Morgen nicht. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erin, es ist Zeit. Leb wohl, mein Freund. Ein versteckter Tunnel, den... Durchqueren wir doch am besten mal. Und die Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesehen. Sie starben alle in der Schlacht, mein Herr. Alle außer mir. Häuptling Redback. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Nun, bring mir den Kopf dieses Grabwandlers. Hol ihn dir doch selbst. Der Waldläufer vom Schwarzen Tor. Wo war dein Mut? Als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben. Tötet ihn! Wartet nur ab! Bald bekommen wir den Befehl, uns mit den anderen Uruk in der Nähe zu treffen. Geht's doch schon heiß her. Nach der Ladezeit. So, wir stehen jetzt praktisch dem schwarzen Hauptmann gegenüber. Und mit seinen Schergen. Wow, ich habe schon den ersten Treffer kassiert hier. Da sind ja auch so ziemlich viele jetzt. Und ich kämpfe mal gerne eigentlich nur gegen Einzelne. Waldläufer, Zeit zu sterben! Jetzt halte ich die Hiebe aus. Oh, das ist ziemlich heftig hier. Ich hab irgendwie. Ist das alles, was du kannst, Körperanlass? Trete zurück und lernt die Kunst des Mordens. Der haut ganz schön zu, ja? Muss man ihn lassen? Jetzt halt mal auf, Mensch! Wenn es so weitergeht, kann ich ja echt bald ja, so eine Pflanze suchen. So, mein erster Treffer hier.
Zurück in die Strecke, Wandler! Ich habe links auch mein zusätzliches Ziel. Stich gegriffene Uruks. Waldläufer, Zeit zu starten! Jetzt teile ich die! Super, jetzt sind ja kaum. Wow, mehr Uruks so richtig da. So, im Boden stecken ein paar Pfeile, das heißt man. Doch. Ja, genau, okay, dann doch nicht. Dies ist nicht deine Zeit! Tötet ihn, ihr nichtsnutziger Aufmauks! Was soll er das, Mensch? Da kommt der neue Wachs, oder wie? Okay, ich hol mir jetzt einfach mal was zum. Heilen. Hier ist doch was. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Lass ihn dich nicht greifen! Greif ihn von hinten! Sehr gut. Wo kommen denn jetzt schon die ganzen Orks hier? Dann kümmere ich mich doch lieber zuerst um den Hauptmann hier. Dies ist nicht deine Zeit! Oder? Ja, Mist, den Schlag wollte ich eigentlich zum Hauptmann machen, den Todesschlag, vielleicht. Ich muss mal 5. Geht schon! Schläge. Dann kann ich den Hauptmann. Wird obsiegen! Jetzt. Waldläufer, Zeit zu sterben! Fügt ihm nun den Todesstoß zu. Nein, ich will dir den Todesstoß zu. Fügen. Wenn es irgendwie geht, aber der ist irgendwie echt heftig hier. Waldläufer, Zeit! Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? 3, 4, 5 und. Ich zeige dir, was deine Schmerzen sind. Mann, da bringt er seine ganzen Orks um. Was soll denn das? Hör doch mal auf. Trete zurück und lernt die Kunst des Mannes. Krass. Ich brauche Pflanze, Pflanze, Pflanze. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Folge dich. Nein, du sollst explodieren, Mann. Oh, das hat sogar geholfen. Sehr gut. Hat er sich jetzt hingesetzt? Wie süß. Wie schmeckt dir deine Rache, Talion? Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? So, das ist der finnische Schlag praktisch. Okay, da haben wir uns eigentlich jetzt doch ganz gut geschlagen. Wer sind das? Mein Name ist Litariel. Ich stamme vom Nonnenleben. Meine Mutter sagte, du würdest kommen. Hier bist du. Nun, Litariel vom Nonnenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marvin, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor.
Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norden ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Das heißt, ich habe gehört, es gibt zwei verschiedene Weltkarten. Also werden wir so wahrscheinlich in die zweite Welt abreisen können. Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die Schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Und ich kann hier jetzt einen neuen Quest machen. Der Bote hier unten. Und eine Trophäe habe ich auch noch gleich bekommen. Gut. Ja, das ist gerade dieser Zwischenbericht für Mordor Schatten. Ja, ich muss sagen, mittlerweile aber auch, es wiederholt sich alles. Also praktisch hier so die Hauptquests waren natürlich anders. Aber wenn ich jetzt so wie, kann ich jetzt auch noch kurz zeigen, die Ork-Kämpfe oder so sind immer das gleiche. Und es ist halt immer das gleiche. Immer Orks abschlachten und das möglichst effektiv. Das könnte jetzt wieder ein bisschen eine schwierige Aufgabe sein, weil mit Häuptling vielleicht, muss ich mal gucken. Ah, gut. Nur die Stärke des Steins übersteht die Flut. Überstehe die Wellen des Häuptlings und er zeigt sich. Also ich muss Wellen überstehen. Oh nö. Das habe ich auch noch nie gemacht. Was für Wellen? Aufmerksamkeit des Uruks, um Alarm auszulösen. Okay, Alarm. Hier. Bäh. Alarm genug? Ey, ihr habt mich gar nicht bemerkt, oder wie? Seid ihr bescheuert? Was war das denn, Junge? Ich sollte mich um Signalfeuer kümmern. Ja, genau, Signalfeuer. Und dann hoffe ich mal, dass er kommt. Dann müsste Präsident Häuptling hier. Also, das muss ich neu. Das ist noch 35 Uruks wird, damit dann der Mensch kommt. Ja, super. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Eigentlich habe ich jetzt darauf keine Lust. Ich muss es eigentlich auch nicht machen, weil ich habe eigentlich schon ziemlich viel davon gelöst. Aber ja, das ist eine von diesen Nebenquests, wollte ich jetzt nur mal zeigen. Und ich kann mich jetzt eigentlich verstecken und dann finden die mich nicht mehr. Moment. Schleiche ich hier noch ein bisschen rum, verstecke mich da so ein bisschen. Nein, die sehen mich noch. Töte den Menschen Abschaum! So, verstecken. Für den dunklen Herrscher! Verstecken hat nicht viel gebracht. Ach komm, renn weg! Ja, so schnell kann man auch hin sein, ne? Ach, auf den Stein kann ich gar nicht drauf. Hilfe! Ich muss auf den Stein, ich muss hier hoch. Oder kommen die anderen nicht hoch? Und am besten gleich irgendeine Pflanze suchen, die mich wieder heilt. Was ist das? Ach, das ist zufälligerweise auch gleich so ein Häuptling. Moment. Erstmal zur Pflanze rennen. Das hat man so gesehen, weil der rot ist. Menschlein! Ich mag meine Opfer fast tot. Oh, voll die blutigen Äxte. Und das sind eben diese besonderen Orks, die halt andere unter sich haben.
und der war ziemlich stark. So nicht. Das wäre zu leicht. Ja, das ist echt zu leicht. Oh, der hat mich jetzt sogar verschont. Ja, wie nett. Aber jetzt ist er auch weg. Immer wieder was Neues im Spiel. Gut. Ja, nee, ich möchte sowieso hier raus. Kann ich da irgendwie abbrechen? Das schaue ich jetzt noch, wenn ich dann nicht ganz weit weg und mache den nächsten Auftrag. Gut, das war jetzt mal so ein bisschen hier zum Stand von Mordor Schatten. Zum Ende hin vielleicht noch ein Part. Wir werden sehen.